Wir haben 3 Tage und 2 Nächte vor uns. Super anstrengend, super schön. Absolut genial. Greifenstein im Westerwald. Das bin ich, Christian Vogel. Zusammen mit 14 anderen Menschen soll es in die Wildnis gehen. Unser Coach. Ihr seid jetzt beim fortgeschrittenen Kurs. Das ist der Aufbaukurs Wildnis Extrem. Wir haben 3 Tage und 2 Nächte vor uns und das wird auch recht gut ausgereizt. Die Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland. Michael aus Dieburg. Mein großes Hobby ist Marathonrennerei. Und über diese lange Läufe halt immer mal geguckt, so, naja, was könnte man denn essen, wie wäre es denn draus mit Lebe? Noch ist hier jeder zurückhaltend, gar still. Ganz besonders eine. Ich arbeite als freie Lektorin, also sitze mehr oder weniger nur am Schreibtisch und das hat mir einfach irgendwie nicht mehr gereicht. Sofort geht's los. Lektion 1, navigieren mit Karte und Kompass. Kompliziert, aber notwendig für alles, was da kommt. Dass du irgendwo einen Notruf oder sowas absetzen musst und dann dementsprechend eine Koordinate aus der Karte durchgeben musst. Ich merke, Michel hat uns allen einiges voraus. So ganz nebenbei erwähnt sie, dass sie Wildnistrainerin werden möchte. Spannend, ungewöhnlich. Draußen in der Natur überleben, mehr darüber lernen. So lautet das Ziel des Seminars. Und Michel? Das Trainerdasein, mal so ein bisschen beschnuppern sozusagen, den Leuten mal Hilfestellungen geben, die ersten eigenen Inhalte mal rüberbringen. Und ich? Warum sind die Leute wirklich hier? Warum machen sie das? Das will ich wissen. Wann sind wir denn am Lager ungefähr? 5 Stunden ungefähr. Ja, nicht schätzen. Schaut auf die Karte, ich will's genau. Wenn ihr draußen unterwegs seid und irgendwo einen Lagerplatz anlaufen müsst, dann müsst ihr realistisch abschätzen können, schaffe ich das? Könnte ich sogar noch weiterlaufen? Ja, genau. Mhm. Wir müssen eigentlich rechts von der alten Buche vorbei. Da an der? Ja, rechts, aber es wird nichts kommen lassen, da ist es rumgeht. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben nur ein Messer dabei, dann wollen wir mit dem Messer natürlich nicht irgendwo im Boden nach Wurzeln graben oder dass wir Löcher ausheben oder nach Insekten buddeln oder so. Und stell mir dann lieber ein Werkzeug her. Einen sogenannten Grabstock. Das Material dafür, noch frische, harte Buchenäste. Das nehmen wir jetzt schon mal mit. Die Gelegenheit ist günstig. Überhaupt wird mir klar, vorausschauend denken und handeln. Allmählich verstehe ich, das ist wichtig. Und wenn ihr euch hier jetzt mal anschaut, was bietet sich denn hier jetzt an? Wenn wir mal da, genau, Zunder. Michel, Wildnistrainerin. Echt interessant. Mich lässt das nicht los. Aber jetzt muss ich mich selbst erstmal eindecken. Wenn es regnet, dann musst du das gar nicht sammeln, oder? Ja, also musste schon, weil dann musst du einfach sehen, dass du es irgendwie in der Tasche trocknest oder so oder mit einem Schlafsack nimmst oder so, dass du irgendwie die Chance hast, ein Feuer anzumachen. Dafür braucht's wohl auch diesen Schwamm. Für mich ein gewöhnlicher Baumpilz. Was noch auf der Wunschliste stehen sollte, weiß Adrian aus Kaufung. Birkenrinde, die zündet auch im feuchten Zustand. Von daher ist Birkenrinde immer ein idealer Anzünder. Warum Wildnistrainerin? Wieso? Den Grund erfahre ich vorerst nicht. Zu fokussiert sind hier alle. Und dann, nach fast 6 Stunden Wanderung, erreichen wir das Camp. Ziemlich geschafft. Ich zumindest. Okay. Aber der Tag, der ist noch lange nicht zu Ende.